Nein, unser Wirtschaftssystem ist nicht nachhaltig, so wie wir sind. Und ich denke, dass hier auch ein Umsteuern ganz dringend notwendig wird. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei unseren Mind the Gap Ringbahn Sessions. Heute zum Thema nachhaltiger Wandel und die Rolle der Wirtschaft. Vielen Dank, sehr gerne. Wir beginnen ganz einfach mit drei kleinen Aperitivfragen, um auf den Geschmack zu kommen. Und zwar erste Frage: Warum brennen Sie für Nachhaltigkeit? Ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir nachhaltig leben. Ich bin persönlich in einer sehr schönen Welt aufgewachsen, wo in einer intakten Welt für mich und ich möchte gerne auch diese intakte Welt meinem Sohn weiter vererben und denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir alle auch teilhaben an einer schönen und intakten Umwelt, wo wir sehr besorgsam mit unseren Ressourcen umgehen. Dann, Herr Professor Mann, was ist eine kleine Sache, die Sie jeden Tag machen, um ein bisschen nachhaltiger zu leben? Meinen Sohn erziehen. Okay. Und wie erziehen Sie den so, dass es nachhaltiger ist? Naja, ich versuche ihm schon ein vernünftiges Werteverständnis mit auf den Weg zu geben und auch Respekt. Respekt vor den Mitmenschen, Respekt vor der Umwelt und einfach ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen. Dann steigen wir direkt ein ins Thema. Unser System ist daraufhin ausgerichtet, mehr zu produzieren, auch nicht unbedingt die Grenzen zu sehen oder auch wahrzunehmen. Das hat sehr unterschiedliche Gründe und das geht wieder zurück auch zu Ihrer Ausgangsfrage. Das ist nicht unbedingt nur böser Wille, weder vom System noch von den Menschen, aber es hat auch viel damit zu tun, dass einem die Konsequenzen nicht bewusst sind von dem Handeln. Man sieht eben auch nicht unbedingt, wenn etwas Knappes noch knapper wird oder irgendwie Gemeingüter nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Und das ist systemisch festgelegt, was sich aber auch lange so entwickelt hat. Ja, die Grenzen, das lässt sich schnell beantworten, wenn ich hinten anfangen darf. Ich denke, dass auch das Wirtschaftssystem hat viel damit zu tun, wie wir Ressourcen nutzen. Einige von diesen Ressourcen sind unbegrenzt verfügbar, andere Ressourcen, gerade so mit Blick auf die natürlichen Ressourcen, sind eben nur sehr begrenzt, stehen sie zur Verfügung. Und hier sind einfach schon natürliche, ökosystemare Grenzen gesetzt, die den Nutzen beeinflussen. Und genau diesen, naja, sagen wir mal, das System, Preissysteme zum Beispiel oder das aktuelle Marktsystem, beruht auf Mechanismen, die eben nicht genau anzeigen, wann diese endlichen Ressourcen auch übernutzt werden. Das sind andere Marktmechanismen, die dort greifen. Also wir sind jetzt hier in Schöneberg angekommen. Wir haben jetzt schon die Ostkurve, die Ost-Süd-Kurve haben wir schon. War sehr schön. war schon über den. Jetzt gehen wir wieder hoch in den Westen, schauen wir uns das westliche System mal an. Ja, genau. Ein Grundproblem des Wirtschaftssystems im Umgang mit natürlichen Ressourcen ist, dass nicht viele natürliche Ressourcen tatsächlich einen Marktpreis haben. Da gibt es einige, ja, irgendwie, weiß nicht, Holz und Fisch und Getreideproduktion und sowas, die haben alle Marktpreise und da kann ich über den Markt natürlich die Nutzung dieser Ressourcen steuern. Und dann gibt es den ganz großen Bereich von natürlichen Ressourcen, das sind sogenannte, die haben den Charakter von öffentlichen Gütern. Ja, das ist die reine Luft, das saubere Wasser, Biodiversität, Habitat, Schutz.
Und das sind alles ganz wichtige Ressourcen, die wichtig sind auch für das menschliche Leben, für unser Dasein, wo aber unser Wirtschaftssystem erstmal an seine Grenzen kommt, weil es nämlich da nicht so leicht ist, einen Preis festzulegen. Und vieles ist in diesem System tatsächlich auf Preise reduziert. Man kann ja auch sagen, alle diese Ressourcen haben auch Werte. Und diese Werte ist nicht unbedingt nur ein monetärer Wert, ist nicht unbedingt nur Geld, sondern es gibt auch eine ganze Bandbreite von Werte, die wichtig für uns sind, die für ein gutes Leben sind, die Eigenwerte sind. Und die werden erstmal nicht vom Wirtschaftssystem so mit berücksichtigt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes systemisches Manko dabei, wo ich sagen würde, es ist eines der Ursprünge, warum unser Wirtschaftssystem nicht nachhaltig agiert bei der Nutzung von natürlichen Ressourcen. So. Ich sehe ganz stark in der Verantwortung, wenn es um die Bereitstellung und den Schutz von öffentlichen Gütern geht, den Staat in der Pflicht. Und hier hat sich der Staat, zumindest in Deutschland oder vielfach auch in Europa, ziemlich aus der Verantwortung gezogen. Das hat bestimmt viele Gründe und eines ist bestimmt auch irgendwie die Finanzierung von solchen Geschichten. Aber ich denke, das muss absolute Priorität haben und es ist die Verpflichtung auch von staatlichen Akteuren, von staatlichen Organisationen hier gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Und das, da hier würde ich auch die Pflicht sehen, das Ganze auch zu finanzieren. Also das ist eine Uraufgabe des Staates für ein gutes Leben oder zumindest Rahmenbedingungen für ein gutes Leben zu schaffen. Wir müssen hier jetzt aussteigen. Ja. Das Leben läuft dann doch nicht immer so. Das ist eine gute Frage. Wo sind wir denn? Wer sind wir und wo sind wir? Wie warten Sie denn richtig? Ah, ich bin ein ganz ungeduldiger Mensch. Ich bin schrecklich in Warten. Ich finde Warten, echt? Ja. Das kommt gar nicht so rüber. Ja, doch. Ich habe ein paar Mal versucht, Warten mir auch gut zu gestalten und über Zukunftsprojekte oder irgendwas nachzudenken. Klappt nicht. Ich werde sauer dann. Ich gucke auf die Uhr. Ich bin ungeduldig da. Macht mir keinen Spaß. Warten. Um mal so ein paar zu nennen, wir haben ja Gemeinwohlökonomie, solidarische Ökonomie, Postwachstumsökonomie, Regionalwährung, bedingungsloses Grundeinkommen, die Monetative, den Ökosozialismus, die Kreislaufwirtschaft, Green Economy, der eine ganze Bandbreite inzwischen. Was sind denn so Ihre Lieblingsnischen? Von der größeren Idee gefällt mir Postwachstum gut, muss ich sagen, weil es eben genau darum geht und das halte ich für eine ganz kreative Aufgabe, sich zu überlegen, was macht denn gutes Leben aus? Vieles andere, was sich so auftut, so Green Economy und Bioeconomy, was ich so mitbekomme, sind es häufig doch recht naive Diskurse, die geführt werden, wo es nicht darum geht, grundlegend etwas an der Wirtschaftsweise zu ändern. Abschließen wollen wir gerne mit einer schnellen Runde, intuitiv aus dem Bauch geantwortet. Trial and Error, jetzt. Und zwar, wird der Kapitalismus sich selbst zerstören? Ja. Wann? Dauert noch. Was kommt zuerst, Ökologie oder Ökonomie? Ja, Ökologie, ganz klar. Zählt die neoliberale Finanzelite zu den Hindernissen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wandel? Ja. Absolut, ein Teil des Regimes sind die, die ganz viel Macht haben und entsprechend auch ganz viel zu verlieren. Und ich glaube, da sind unglaubliche Beharrungstendenzen da. Ja. Brauchen wir jedoch auch Empathie für die neoliberale Finanzelite? Die brauchen wir auf jeden Fall, weil auch wenn wir in einer anderen Gesellschaft leben wollen, ist die Finanzelite ja nicht weg. Die sind ja auch da. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, denen auch ganz verantwortungsvolle Rollen zu geben, mit ganz viel Macht dabei, die aber in eine andere Richtung geht. Ist unser Wirtschaftssystem zu männlich, Herr Professor Mann? Ja. Bier oder Wein? Wein. Vielen Dank, Herr Mann. Jetzt gehen wir Wein trinken. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge in Mind the Gap. Bis dann.